Anwendung des Elektromagnetismus oder überhaupt Magnetismus. Also, wir fangen mal an mit dem Beispiel Lautsprecher. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen einigermaßen in 3D zu malen. Wir haben es mit einem sogenannten Topfmagneten, weil der so rund ist, sagt man das so. Das ist ein Dauermagnet, damit haben wir es zu tun. Der hat hier an der Stelle, hat er einen Luftspalt. Also das heißt, da innen drin ist so ein Pinökel, der ragt da raus. Hier ist ein bisschen Luftspalt, denn da muss eine Spule rein. Die Spule wird von Wechselspannung durchflossen, Wechselstrom durchflossen. Und an der Spule dran ist fest angebracht eine Pappmembran. Im Allgemeinen, früher nahm man nur Pappe, heute werden es auch viel mehr Kunststoffe sein. Und die Pappmembran, die ist federnd gelagert, damit sie hin und her schwingen kann. Das Ganze von der Seite sähe dann so aus, der Topfmagnet von der Seite gesehen aufgeschnitten, also hier wäre praktisch eine Schnittlinie drin, hier so, schwupp, einmal quer durch, kleinen Moment. Sähe dann so aus von der Seite und ich habe dann Nord- und Südpol entsprechend. Also das heißt, der Pinökel, was ich da so frech gesagt habe in der Mitte, genau der ragt hier in der Mitte raus. Hier habe ich den Luftspalt, hier das Dunkelblaue ist die Spule und das Hellblaue ist dann wieder meine Membran. Hier gibt es eine Frage. So, jetzt haben wir uns das Ding angeguckt. Ich werde es dann nochmal extra fotografieren, damit man das besser sieht, wie der Lautsprecher dann in Natura aussieht. Einigermaßen habe ich ihn getroffen. Wenn ich hier an diese Spule eine Spannung anlege, nehmen wir mal nur eine Spannung irgendeiner Polarität, ganz egal, dann bildet diese kleine Spule hier ein Magnetfeld. Gucken wir es jetzt mal von der Seite an. Dieses Magnetfeld aber, was die dunkelblaue Spule bildet, zieht sich entweder an mit dem vorhandenen Dauermagneten, mit dem Topfmagnetfeld, oder stößt sich ab. Dementsprechend bewegt es die Spule raus oder rein. Da die aber mit der Membran fest verbunden ist, bewegt sich die ganze Membran nach vorne oder nach hinten. Das ist der ganze Trick. Das war das Prinzip Lautsprecher. Jetzt schreibe ich aber mal gleich dazu, Lautsprecher und umgekehrt ist es ein Mikrofon. Die alte Schreibweise mit C und PH, wir würden heute schreiben Mikrofon. So. Warum umgekehrt? Machen wir mal Folgendes. War eine Frage zum Lautsprecher? Also, wenn ich jetzt aber hier diese Pappmembran bewege, also anschubse, dann drückt das die Spule rein in dieses Magnetfeld. Das heißt, für die Spule ändert sich die Stärke des Magnetfeldes, also wird in der Spule eine Spannung induziert und das entspricht der Bewegung der Membran. Das war also das Mikrofon. Man sagt dazu, in diesem Fall ist es ein sogenanntes dynamisches Mikrofon. Dynamische Mikrofone haben einen ganz guten Frequenzgang, die nimmt man auf der Bühne, die sind relativ robust, da kann man richtig was mit anfangen. Jetzt noch ganz nebenbei für die NF-Techniker, wenn ihr hier auf der Membran so eine, man sagt, Kalotte, also noch praktisch so eine kleine Halbkugel drauf seht, dann ist das lediglich dafür da, dass hohe Frequenzen besser abgestrahlt werden. Das ist der ganze Hintergrund. Wenn man die nicht hat, bei Tieftönern haben wir sie mittlerweile auch, aber dann dient es bloß dem Staubschutz. Aber bei entsprechenden Lautsprechern, die hohe Frequenzen abstrahlen sollen, braucht man dann so eine Kalotte. Das aber nebenbei. So, und jetzt gucken wir uns das ganze Ding mal nochmal in Natura an. Ich werde jetzt hier einen Verweis einfügen und dann mal auf ein Stück Praxis kommen. Da sieht man dann in der Praxis, wie sich der Lautsprecher, wie sich die Membran bewegt. So, ich mache das Video an der Stelle jetzt erstmal stopp.